damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, Thomas und PlayerGaddon. Ja, wie man auch sieht, habe ich wieder 327k Coins und woran das liegt? Ja, ich habe Kagawa in Form verkauft. Wieso habe ich dies getan, fragen sich jetzt einige unter euch. Ja, wie man auch sieht, ich will mir jetzt endlich Manuel Neuer gönnen. Denn das war ja irgendwie so schon ein Traumkandidat schon von Anfang an. Und jetzt können wir uns endlich Manuel Neuer gönnen. Und ja, dann kann ich endlich so Manuel Neuer Witze reißen in der Folge, die ganz schlecht sein werden. Aber ich kann Manuel Neuer Witze reißen. Ja, wie man auch sieht, FIFA OT, also Footgründer, die werden nur noch von FIFA angeboten. Also irgendwie kaum ein Mensch spielt noch FIFA. Ja, also FIFA hat sich da selber verbockt. Ich glaube, es hätten die ersten FIFA 16 einbauen müssen können. Aber ich bin auch gespannt, wie die das jetzt in FIFA 16 machen wollen. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen, was die da machen werden. Und wir sollten hier mal Manuel Neuer jetzt ins Team tun. Boah, richtig geil. Jetzt haben wir so Manuel Neuer im Team. Geil, 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 geil. In den Verein. Natürlich könnten wir uns auch Packs kaufen, aber wenn ich schon mal so viel Coins habe und ich wollte auch gucken, wie viel Ribéry momentan kostet. Ich will ihn einfach mal ausprobieren, wie er so ist. Da, Ribéry. Und gucken, wie viel der kostet. 170.000, okay. 170.000 ist das günstigste. Also, da brauchen wir noch 3.000 Coins. Joa, also werden wir erstmal Manuel Neuer testen, wie er so ist. Spitze, du hast auf dem Foot-Transfermarkt einen seltenen Spieler hinzugewonnen, Manuel Neuer. Oh ja, wen packen wir jetzt aus der Mannschaft? Leno oder Zieler? Ja, komm, Leno. Oh, sollen wir Zieler raustun? Ah. Ja, Zieler, gute Leistung geleistet. Ja, wenn man so sagen kann. Ja, wir stellen ihn einfach mal auf den Transfermarkt. Wir haben jetzt Neuer. Neuer wird eine gute Bereicherung für unser Team sein. Und mal gucken, was er für Leistung im Spiel bringen wird. Ich würde auch sagen, wir werden nicht Liga spielen, sondern ein Turnier, was ich hier gesehen habe. Denn das Turnier geht richtig ab, auf jeden Fall. Hier, Foot Birthday Cup, denn FIFA 15 ist jetzt 6 Jahre alt geworden. 15.000 Münzen kriegt man und ein seltenes Goldset. Also, ich kann mir vorstellen, was man hier so für Gegner gleich antreffen wird. Fitness ist bei allen hoch. Dann können wir, glaube ich, anfangen mit dem allerersten Spiel mit Manuel Neuer. Und wir gucken mal so, wie er sich schlagen wird. Also als Ersatz für Kagawa in Form habe ich mir Meier in Form geholt und wir werden einfach mal gucken, wie er sich so in den nächsten Spielen anstellt. Eventuell ist er ja sogar besser, aber was ich bezweifle und da, wie man auch sieht, mein kleines Heimstadion. Denn ich bin irgendwie so ein kleines Stadion-Fetischist, kann man so sagen. Ja, TSG Hofgeismar, wenn man so Sturridge Schürle. Keen ist das, glaube ich, Cabella, Ramsey, ach, keine Ahnung. Und im Tor ist das, glaube ich, DG, oder? Oder wie heißt der? Keine Ahnung. Mal gucken, wie wir uns schlagen werden jetzt so im Turnier. Ich hoffe, wir werden es einigermaßen reißen können. Das wäre schon echt nice. Da muss ich einige Folgen vorproduzieren. Jede Mannschaft das Gefühl, dass sie eine echte Chance auf die denn das hey, Karamba. Denn das Turnier findet nur 3 Tage und weiß ich nicht, 13 Stunden oder so statt. Aber egal, nur noch Freitag und dann sind ja schon Ferien hier in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist. Ihr könnt es mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, wann ihr so Ferien habt. Einfach mal reinflanken und gucken. Ah, Reus, 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 Reus. Ja, De Gea ist das im Tor. Die erste Chance schon im Spiel. Ich habe das Gefühl, wir können ja einiges reißen. Ah, ich dachte, der wäre drin, aber leider nicht. Im Übrigen habe ich jetzt ein bisschen so im freien Modus das Freistoßschießen geübt. Und ich habe im letzten Spiel sogar schon 2 Freistoßtore gemacht. Leider habe ich das nicht gefilmt und ich kann es auch leider nicht beweisen, aber es war wirklich so. Also ich habe mir auch ein paar Freistoß-Tutorials angeguckt auf YouTube. Ich muss schon sagen, die bringen es eigentlich. Also wenn ihr keine Freistöße schießen könnt, genauso wie ich vor dem Tutorial, dann schaut es euch an, übt ein bisschen. Ah, fuck, 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 fuck. Neuer, erste Aktion. Naja, die Aktion war ja auch nicht schwer zu halten, ne? Mal gucken, wie er sich so in den nächsten Spielen anstellen wird. Ich schätze mal gut. Ah, das war kein guter Pass von Fafan. Ja, Subotic wird ihn locker bekommen.
Aber ich weiß nicht. Ich glaube, Kagawa werden wir aber nicht vermissen. Im Notfall holen wir uns ihn eben also nochmal. Also in normaler Form, nicht in Form. Aber ich merke, dass wir hier einiges reißen können im Spiel. Schon wieder eine Chance, die wir nicht reingemacht haben. Uiuiuiuiui. Ich wollte reingrätschen, aber vom Rechtsverteidiger Jao Pereira oder wie er auch ausgesprochen werden mag, geklärt. Ein Doppelpass mit Alaba. Also eventuell werden wir uns eine Ribéry holen. Also ihr könnt mir ja nochmal schreiben, was man noch so mit 170k Coins machen könnte. Also jetzt spielermäßig, nicht irgendwie Packs oder so. Ich hätte draufschießen sollen. Aber ich wollte wieder... Verfan, was war das denn? Wirklich super Ball angenommen. Wenigstens hat er sich den Ball zurückerobert. Eieieiei. Freistoß. Werden wir es schaffen? Leider nicht. Habe ich einen kleinen Fehler gemacht. War eigentlich eine geile Situation für einen Freistoß, aber ja... Fuck. Hätte man da mit einem Linksfuß drauf schießen müssen? Ui, das weiß ich nicht. Oh, das wird gelb geben im Nachhinein. Das wird auf jeden Fall gelb geben. Oh. Weg damit! Ja, Neuer, schön. Schön rausgekommen, schön aufgefangen. Alter, der ein Abwurf. Junge. Also da merkt man schon einen krassen Unterschied zwischen Leno, Zieler und dann Neuer. Dann ist auf jeden Fall wirklich ein krasser Mann. Der hat genau gesehen, dass ich grätschen wollte und dann hat er die Chance genutzt. Aber wir haben den Schuss geblockt. Neuer. Geil. Ach, ich habe noch gar keinen Manuel Neuer-Witz gebracht, ne? Müssen wir gleich machen. Ey, das war gar kein Pass. Sondern Manuel Neuer. Oh Mann, ey, die Witze sind so scheiße. Aber ich bring sie trotzdem. Da man hier Abwechslung will. Ja, habe ich schön gesehen, jetzt ohne angeberisch wirken zu wollen. Boom! Und leider ist der Ball immer noch nicht reingegangen. Abstoß, wirklich? Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Abstoß war, oder? Hat der Gegner den Ball noch berührt? Boah, keine Ahnung. Eventuell könnten wir demnächst mal wieder FIFA streamen, wenn ihr darauf Bock hättet. Maximal 480p, aber ich hoffe, euch stört das nicht allzu sehr. Alter, das war ein Kackpass, das war weniger als Kacke. Also wir hätten langsam wirklich das 1-0 verdient, finde ich. Boah, schön geklärt, wirklich. Der Rechtsverteidiger hat zwar nur 69 an der Gesamtwertung, aber... Och, wieso läuft Jao Pereira oder wie er auch immer heißen mag mit? Nur 69 im Rating, aber er lässt sich wirklich sehr gut spielen und ist eine gute Alternative für Piszczek. Okay, der Fernschuss war nichts. Oh. Er meint auch, hey, wäre hier ein Dribbelkönig mit Schürrle, ne? Ich mag Skiller nicht. Ah, fuck, ey, wieder ein Fehlpass. Also die Pässe müssen bei mir wirklich besser werden, wegen sonst sieht das echt, gach. Boah, Neuer schön geklärt, würde ich sagen. Aber von Reus super erarbeitet. Ja, so will ich das doch sehen. Also so wünscht sich das doch jeder Trainer. Auch wenn ich gar kein Trainer bin, sondern nur Manuel Neuer. Nein. Ach Mann, ey. Ja. Oh, Subotic. Ja. Ja, nice. Das war scheiße. Das war echt scheiße von Subotic. Ja, komm. Wo war das im Foul? Ja, Neuer schön geklärt. Gar kein Problem. Okay, verfand ist scheiße angelaufen. Können wir einen Konter daraus machen? Nein, die Viererkette von ihm steht noch. Eventuell, wenn Reus
mal laufen würde, aber nein. Aber jetzt konnten wir... Oh, wir konnten schon wieder nicht drauf schießen, Mann. Oh, wir müssen noch bald das 1-0 schießen. Ja. Okay, das war sehr schön gemacht von ihm, wirklich. Aber Alaba hat den Ball gerade so geklärt. Okay, Mkhitaryan schön. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Oh, schade, dass er nicht rausgelaufen ist. Och, Reus, was machst du denn da? Hätte er nicht stehen bleiben können, dann wäre es auch super gelaufen. Aber leider nur 0:0 zur Halbzeit. Also für den Gegner ist es eigentlich unverdient, wenn man es jetzt so sagen kann. Da, Schüsse aufs Tor. Ja, wobei, es geht eigentlich, aber zwar... Ja, es geht, ne? Ja, komm, so eng ist es jetzt auch nicht. Also ich hatte auf jeden Fall die besseren Chancen. Aber leider sind wir wieder zu inkompetent, ihn reinzumachen. Also das Turnier will ich auf jeden Fall gewinnen. Also 15.000 Coins, das ist schon jede Menge momentan. Wenn man sieht, was man sich für 15.000 Coins jetzt alles leisten kann. Also so ein neuer nur noch 160.000. Aber ich finde, so ein Turnier sollten die immer haben. Nicht nur solche Turniere mit 2.000 Münzen, sondern auch wirklich Turniere mit 15.000. Das war aber jetzt blöd von mir. Ich dachte irgendwie, ich kann mit Reus durchlaufen, aber das war leider nicht der Fall. Ich finde auch in FIFA 16 sollten die Preise anpassen, sodass man mehr für ein Spiel bekommt. Denn die Preis-Ranges da, ja, die haben schon einiges zerstört in FIFA. Ja, komm. Nee, nicht klasse Aktion. Ich habe das Gefühl, wir werden noch verlieren. Ja, schön geklärt. Lewandowski. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Ich hätte abpassen sollen. Ich bin so ein Idiot. So ein Idiot. So ein Idiot. Geil. 1-0. Ein Eigentor von Ramsey. Nice, würde ich sagen. Ein Kopfball-Eigentor passiert auch nicht oft, aber ihr habt es in der Folge miterlebt. So. De Bruyne ist im Abseits gewesen, sonst hätte ich einen L1-3-Pass zu ihm gemacht. Ah, fuck. Okay. Einwurf für uns, jetzt wenn Alaba gut läuft. Ja, nice. Den Fernschuss konnten wir leider nicht ausführen. Wir wurden vorher gestört und die Grätsche war nichts, weniger als nichts. Wird der Pass ankommen? Nein. Oh, oh. Oh, fuck. Okay, war noch im letzten Moment geklärt. Und das war ein ganz beschissener Pass von Lewandowski. Oh, fuck. Sturridge hat Pace ohne Ende. Okay, geklärt im letzten Moment. Jetzt müssen wir gucken, ob wir hier irgendwo eine Lücke finden oder hier sich jemand freiläuft. Ja, Lewandowski kämpft, aber leider ohne Erfolg. Oh, oh. Da haben wir ins Leere gegrätscht. Oh, jetzt ist da Platz. Jetzt ist da viel Platz. Nein! Oh, Neuer, du Tier. Wie werde ich irgendwas... Also, die Folge werde ich irgendwas mit Neuer nennen. Ich habe viel zu wenig Manuel Neuer-Witze in der Folge gemacht. Ich müsste mehr machen, auf jeden Fall. So, Lewandowski, lauf. Wenn Aubameyang jetzt da wäre, dann könnten wir wenigstens durch... Oh, fuck. Hat er den Gegner auf dem falschen Fuß erwischt und sich gleich den Ball zurückerobert. Ja, der Bräune konnte leider nicht reinköpfen. Ein 1-0 wäre schon wenig, aber ist ja egal. Ein 1-0 reicht ja natürlich auch, aber für die Statistik wäre es gut aussehend. Okay, Benatia hat geklärt. So ein Benatia in Form, wie viel der wohl noch kostet? Bestimmt viel. Nein. Ach, De Gea hat nur geblockt. De Bruyne Schuss. Ah, fuck, De Gea hatte noch geblockt. Egal. Wir haben eine Ecke rausgeholt, aber leider haben wir nicht Lahm im Spiel, oder? Nein. Lahm hat so richtig geile Ecken auf Lager. Ja, komm. Subotic, nein. Subotic. Egal. Also er versucht ja auch viel zu skillen.
De Bruyne. Skillen ist gut, aber nicht immer. Da musste er aber auch den Ball ins Aus. Super, Reus, wirklich. Zum Bewundern, zum Staunen, die Wiederholung der Torwartaktion. Ah, schade, fast haben wir den Ball mit dem Verfahren abgefangen. Jetzt müssen wir gucken. Wow, 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 wow. Geklärt. Nochmal geklärt. Ich habe das Gefühl, wenn wir hier keinen 2-0 machen, werden wir irgendwie noch ein 1-1 kassieren. Wieso auch immer. Schade, das war leider kein Rückpass zum Torhüter. Da hätten wir den Ball noch irgendwie abfangen können. Aber leider wurde uns der Wunsch nicht gewährt. Oh. Ah, fuck. Das ist nachlässiges Abwehr. Ja, auf jeden Fall. Jetzt hat wenigstens Jao Parreira mit der Grätsche Zeit rausgeholt. Oh, fuck. De Bruyne konnte den Ball auch leider auch nicht erobern. Da gab es Probleme, Sturridge. Das war kein Foul. Ja, komm. Egal. Egal. Das erste Spiel von Neuer sieht relativ gut aus. Sogar im Moment steht es noch zu 0. Okay, Reus nicht passen, auch wenn ich Kreuz gedrückt habe. Jetzt werden wir durchpacen. Wenn es geht. Debucci, was hat der für ein Pace? Das ist ein Verteidiger, ne? Oh oh. Die Energie von Reus schwindet langsam. Und Fernschuss von De Bruyne, wurde er abgeblockt. Alter, was war das für ein Schuss? Das war ja weniger als nichts. Oh, das war aber ein Offensivfoul. Also jetzt ein 2-0 und das Spiel wäre entschieden. Aber ein 1-0 ist immer noch wackelig und wenn die Verlängerung drin wäre, das wäre ja echt... Oh, fuck. Okay, geklärt. Im letzten Moment. So, for fun. Mal gucken, ob er jetzt durchpacen kann. Okay, wir sind durch. Ah, Mann. Irgendwie fehlt es mir am Skill im Strafraum. Also Skill habe ich noch nie probiert und ja. Oh, fuck. Alter. Habt ihr das gesehen? Hätte einmal zu viel gepasst. Alter. Eigentlich hätte ich da das Gegentor verdient gehabt nach so einer schlechten Abwehrleistung, aber... Puh. Alter, wir haben richtig viel Schwein gehabt. Das ist kein sehr erfahrener FIFA-Spieler. Haben wir aber Glück gehabt. Naja, ist erst das Achtelfinale und trotzdem nur 1-0. Egal, Sieg ist Sieg. Egal, wie hoch man gewinnt. Ja, 1-0 gewonnen. Manuel Neuer hat gute Leistungen gebracht. Puh, wir haben durch ein Eigentor gewonnen. Was sagt uns das? Ja, das sagt uns, dass wir unsere Chancen nicht gut nutzen konnten. Aber egal, in den nächsten Spielen des Turniers kann sich das denn nochmal ändern. Es ist 21:09, Deutschland spielt gerade gegen Australien. Könnte ich eigentlich gucken, Manuel Neuer, der beste Spieler des Spiels. Ja, verdient, würde ich sagen, ne? Joa, ich würde sagen, wir haben trotzdem verdient gewonnen. Okay, dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige FIFA 15 Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keinen FIFA mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.